Welche Kleidungsstücke passen eigentlich am besten zum Herbst? Und welche Kleidungsstücke habe ich noch im Kleiderschrank, die am besten zum Herbst passen? Genau diese Fragen habe ich mir gestellt und das als Grund und Anlass genommen, dieses Video jetzt zu machen. Ja Leute, dieses Video ist ein Stück weit auch für mich, denn ich habe meine Garderobe umgeswitcht von der wärmeren Jahreszeit jetzt auf die kühlere Jahreszeit. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das ein oder andere Kleidungsstück in meiner Herbstgarderobe noch benötige. Und das habe ich als Grund und Anlass genommen, jetzt dieses Video zu machen. Und zwar mit den Top-Kleidungsstücken für den Herbst. Die Kleidungsstücke, die jedermann im Kleiderschrank haben sollte. Und Online-Bruder Korte hat es euch natürlich wie immer einfach gemacht, falls ihr irgendwas nachshoppen möchtet. Die Kleidungsstücke habe ich euch unten in der Infobox selbstverständlich verlinkt. Ich persönlich trage super gerne Poloshirts im Sommer. Und warum soll man auf Poloshirts verzichten, wenn die Kälte Jahreszeit angebrochen habe. Denn Poloshirts gibt es logischerweise auch in Langarmform. Kann man hervorragend auch in der kälteren Jahreszeit tragen, wenn man auf sportlich elegante Styles nicht verzichten möchte. Weiter geht's mit einem Kleidungsstück, was ebenfalls für den Sport erfunden wurde, und zwar der Quarter-Zip. Der Reißverschluss, den kann man nämlich nur zu einem Viertel her öffnen bzw. schließen, und wenn man Sport gemacht hat, dann konnte man dementsprechend seine Temperatur etwas regulieren. Wenn es zu warm wird, den Quarter-Zip aufmachen, wenn es zu kalt wird, wieder hochmachen. Quarter-Zip-Pullis sind für den Herbst einfach nur hervorragend. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Man kann darunter zum Beispiel ein Hemd tragen oder auch einfach ganz normalen T-Shirt. Quarter-Zips sind ein absolutes Must-Have für den jetzigen Herbst. Weiter geht's mit einem Joker, und zwar dem Rundhals-Feinstrickpullover. Warum Joker? So ein Rundhals-Feinstrickpullover kann man halt All-Season tragen, egal ob Sommer, Herbst, Winter. Der funktioniert immer, aber gerade im Herbst funktioniert so ein Kleidungsstück wirklich sehr, sehr gut, weil man im Herbst ja öfter mal seine Outfits layert, heißt verschiedene Lagen übereinander kombiniert. Und da eignet sich der Rundhals-Feinstrick hervorragend als erste Lage, ist super vielseitig, sportlich elegant und kann man wirklich zu fast allen Looks kombinieren. Es geht weiter, und zwar elegant, stylisch und warm. Die Rede ist von Wollhosen. Wollhosen sind für den Herbst perfekt, weil sie warm sind und man kann sie halt auch wirklich stylisch und elegant kombinieren. Gerade wo der Switch ist von diesen leichteren Chinos und diesen leichten Leinenhosen hin zu der etwas kälteren Jahreszeit, eignen sich Wollhosen wirklich perfekt. Und da gibt es ja auch wirklich unterschiedliche Modelle, wie zum Beispiel etwas elegantere Wollhosen oder auch etwas dickere, festere Wollhosen bis hin zu etwas leichteren Wollhosen. Zum Kombinieren für den Herbst sind Wollhosen wirklich top. Machen wir weiter mit den Bauernslippern aus Norwegen. Wovon spreche ich? Ich spreche von Loafern. Und mittlerweile gibt es so Chunky Loafer, die einfach so eine etwas dickere Sohle haben, teilweise schon einen etwas dickeren Absatz haben, die richtig cool kommen und gerade auch für den Herbst aufgrund der etwas dickeren Sohle natürlich sich hervorragend eignen, weil es natürlich auch so ein bisschen nochmal vor der Kälte und von dem etwas schlechteren Wetter schützt. Und Leute, ich muss ehrlich gestehen, ich bin super happy, dass ich die Loafer, die ich jetzt gerade hier anhabe, gefunden habe. Waren nicht teuer und die kann man wirklich hervorragend zu sämtlichen Styles kombinieren, weil die natürlich auch so sehr elegant aussehen. Weiter geht's mit dem idealen Begleiter für den Herbst, und zwar ein sehr praktisches Kleidungsstück. Die Rede ist von einer Weste. Eine Weste kann man relativ schnell drüber ziehen. Man ist dick angezogen, ohne irgendwie dick angezogen zu sein. Gerade wenn man auch vielleicht draußen noch irgendwas machen möchte, handwerken möchte oder so, dann ist eine Weste zum Beispiel ideal. Man hat halt immer das Gefühl, dass man gut eingepackt ist und hat die Hände trotzdem luftig frei und kann sich hervorragend bewegen. Zu den Must-Haves im Herbst, wenn ich über Kleidungsstücke spreche, möchte ich auch tatsächlich Parfums nicht unerwähnt lassen. Jetzt heißt es, Düfte auszuwählen, die etwas schwerer sind, die zum Beispiel nach Leder, Moschus oder so ein bisschen rauchig sind, nach Holz riechen. Das hat auch so einen Switch im Kopf. Wenn du dann wirklich dann deine Garderobe umswitcht und dann halt auch deine Herbstparfums nach vorne holst, dann hast du wirklich ein Kapitel geschlossen und öffnest ein neues Kapitel des Jahres. Und das finde ich immer sehr angenehm. Und by the way, Leute, auch passende Herbstdüfte habe ich euch selbstverständlich unten in der Box verlinkt. Jetzt geht es weiter mit einer breit gefächerten Kategorie. Ich will mich da jetzt gar nicht ganz genau festlegen, denn was Jacken angeht, hat man im Herbst tatsächlich eine riesige Auswahl. Denn es wird ein bisschen kälter und man kann immer irgendwelche Jacken drüber ziehen. Dazu zähle ich zum Beispiel Kordjacken oder auch Wildlederjacken oder generell zum Beispiel auch Jackets. Alles an Jacken, was man irgendwie hervorragend layern und kombinieren kann, eignen sich im Herbst meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut. Weiter geht's mit einem Cardigan. Cardigan ist eine Strickjacke, die meist offen getragen wird. Man kann sie aber auch schließen, wie zum Beispiel ich jetzt diese hier trage, mit einem Zip. Die kann man komplett öffnen, aber auch komplett schließen. Oder auch mit einem Knopfverschluss gibt es auch. Cardigans eignen sich im Herbst halt hervorragend, weil man, wie angesprochen, halt oft diese Layer-Looks hat, und einen Cardigan kann man halt hervorragend als zweite oder dritte Schicht halt ideal kombinieren. Und by the way, Leute, was Cardigans angeht, als auch Quarter-Zips, solltet ihr auf jeden Fall mal bei der Premium-Collection bei H&M vorbeischauen. Ich habe nämlich da ein paar Teile bestellt und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, was den Fit angeht, was den Preis angeht und als auch was die Qualität angeht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und wie gesagt, dazu findet ihr mehr da unten. Falls du jemanden kennst, der seine Herbstgarderobe mal etwas aufpimpen sollte, dann teile liebend gerne das Video mit ihm. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Inspiration liefern für eure Herbstgarderobe, die ihr vielleicht noch ein bisschen ergänzen könnt, falls ihr irgendwas nachshoppen möchtet. Ihr wisst, wo ihr hinklicken müsst. Und ich wünsche euch auf diesem Wege einen maximal entspannten Herbst und hoffentlich mit gutem Wetter.